Hier unten rechts gleich schneller drehen an dem runden Ding, können Sie das Tempo bis auf doppelte Geschwindigkeit erhöhen. Leider wissen das immer noch viele nicht. Heute unser Thema jetzt: Neue Partei regiert 2021 mit als Koalitionspartner und rettet Deutschland. Ihr Wege, Markus Krall und so weiter. So, unser Tagesbild heute ist vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt. Ja, ich glaube es. So können wir es lassen, ne? So können wir es bestimmt lassen. So, und ich, ja, die neue Partei, also für alle die schon vieles von den Next Scientists for Future mitbekommen haben, ist das vielleicht jetzt nicht viel Neues, aber sozusagen die Kernaussage gegenüber der neuen Partei sollte also sein, ja, also einige Forscher gehen davon aus, dass wir eine Kurve hinter uns haben, von circa 0,5 Liter Gehirnvolumen und entsprechend kleiner Intelligenz bis hin rauf zu circa 1,5 Liter Gehirnvolumen vor circa 40 bis 30.000 Jahren, dann kippte die Kurve ab und wir haben heute ein durchschnittliches Gehirnvolumen von 1350 Milliliter nur noch, sind also entsprechend weniger klug geworden als Menschheit. Und dann haben wir in Deutschland noch so besondere Bedingungen, dass wir die Bismarckschen Sozialreformen ausgiebiger als in jedem anderen Land der Erde haben, dadurch auch noch einen Rückgang der durchschnittlichen Gehirngröße haben. Und dann hat Adolf Hitler noch die deutsch-jüdische Intelligenz entweder ermordet oder außer Landes getrieben und hat in Kriegen viele kluge Menschen, die typischerweise normalerweise nicht in Kriegen sterben, auch noch in den Tod geschickt. Und daraus resultierend haben wir dann nach dem Krieg beginnend eine gewaltige Bildungswüste. Wir haben eine unendliche Mengen an Fehlanreizen im Bildungssystem, die zu sozusagen völlig falschen Motivationen im Bildungssystem geführt haben und eben auch zu völlig falschen Bildungsplänen. Und dazu komme ich jetzt, sozusagen, was hätten wir eigentlich von der ersten Klasse bis zum Abitur immer wieder und ständig lernen müssen, vielleicht einem Fach wie Weltkunde, das Erdkunde, Biologie, Sozialkunde, Geschichte zusammengefasst hätte. Im Prinzip ist es im Moment so, dass wir quasi versuchen, die Welt zu verstehen, indem wir die Geschichte der letzten sieben Tage
untersuchen und sagen, ja, jetzt können wir die Welt verstehen. Jedem wäre klar, dass wir aus 7 Tagen nichts rauslesen können, weil wir damit niemals an die Ursachen der Dinge kommen. Aber wir machen es trotzdem, ja, dass wir uns so auf winzige Zeiträume eigentlich beziehen. So, und was ist das, was wir alles sozusagen hätten lernen sollen in der Schule? Und ich kürze das ganz brutal ab, weil wir ja Zeit sparen wollen, indem ich einfach mal runterrattere, was eigentlich jedes Schulkind dann auch noch mit Bildern und mit sozusagen Vorstellungen und tieferem Einblick wissen können sollte. Und wenn ich das runterrattere, diejenigen, die jetzt noch nichts von uns gehört haben, ja, von den Next Scientists for Future, vom Weltrat und so weiter, noch gar nichts gehört haben, die sollten sich dann fragen, hätten sie das so auch gekonnt oder hat eben da die Schule eben nicht eben doch total versagt, indem sie uns das eben nicht beigebracht hat. Also ich rattere das jetzt mal schnell runter und sie sagen dann dahin, danach ehrlich, ob sie das wirklich auch so hätten runterrattern können. Schluck Wasser. So, dann rattern wir das mal runter. Also, 13,8 Milliarden Jahren Entstehung des Universums durch Urknall, 10 Milliarden Jahre Entstehung unserer Galaxie Milchstraße, 5 Milliarden so Entstehung unseres Sonnensystems, Sonne, Mond und Erde, 3,5 Milliarden Jahren Beginn, Leben, DNS und so weiter, und 65 Millionen Jahre. Also von Milliarden auf Millionen, 65 Millionen Jahre Aussterben, Kometeneinschlag, Aussterben, Dinosaurier, Aufstieg der Säugetiere, Rumklettern auf den Bäumen, Mutation und Selektion führen zu affenartigen Körpern, die ideal an Bäume angepasst sind, sozusagen. Und das heißt, unsere Großmütter sozusagen. So, und dann sind wir dann bei 13,8 Millionen Gorilla-artige, also da gehen wir kurz hier rüber, hier 13,8 Millionen Gorillas der Bäume, große Eckzähne für Rivalen, Kampf und Eifersucht, allmählich aufrechter Gang, Entwicklung des aufrechten Ganges, dann Verschwinden der Eckzähne, neues Sozialsystem ohne genetisch ohne Eifersucht und ohne Rivalenkampf. Vor 2,5 Millionen Jahren Beginn der systematischen Produktion von Steinmessern und Steinhämmern, also die Technik-Evolution beginnt. Vor 2 Millionen Jahren weiterer Rückgang des Themas Eifersucht und Rivalität, Angleichung der Körpergrößen. Das bedeutet, dass also die Männer immer mehr, noch mehr ihren Rivalenkämpferstatus verloren. Wobei wir nicht, ja, gut, dann haben wir hier ungefähr hier Fellverlust. Und vor 400.000 Jahren
die Erfindung von Tauschhandel und freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Hätten Sie das jetzt so einfach runterrattern können? Ja? Fragen Sie sich das. Ja? Das ist das, was wir in der Schule jeden Tag hätten wir darüber etwas lernen müssen und das mit Inhalt füllen müssen. Und das fehlt uns alles. Ja? Und deswegen verstehen die Menschen nicht, warum der Wechsel von Fehlanreizen zu positiven Anreizsystemen lebenswichtig für uns alle ist und so wichtig ist, dass wir dabei es nicht scheuen dürfen, dafür den ganzen Staat umzubauen, sozusagen. Ja, und dann, ich klicke es gerade mal durch, also hier sozusagen, hier haben wir nochmal hier, das war 13,8 Millionen Jahren, hier vielleicht so 4 Millionen Jahre, hier war es vielleicht so 2,5 Millionen Jahre und hier haben wir vor 400.000 Jahren das und dann ging es noch hoch bis auf 1500 Milliliter und jetzt sind wir im Degenerationsprozess. Jetzt sind wir schon, haben wir nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen und jetzt geht die Kurve wahrscheinlich nur noch weiter bergab, wenn wir das jetzt nicht durch die Reformen verhindern, durch die 20 Reformen. Ne? So, dann haben wir hier, schauen wir noch mal kurz nach. Nö, das können wir jetzt mal alles verzichten. Aber was ich damit sagen wollte, ist, uns fehlt die Grundlage zu verstehen, wie die Welt wirklich ist. Ja? Wer von Ihnen hätte es wirklich Hand aufs Herz sozusagen, das auch so einfach runterspulen können? Können wir nicht, weil wir einfach nicht das Richtige unterrichtet bekommen. Ja? So, dann können wir noch kurz erwähnen, jetzt geht's weiter. Wir sind also vor 400.000 Jahren, Erfindung von Arbeitsteilung, freiem Markt und Arbeitsteilung. Und wir haben also die drei großen Aberglauben der Menschheit. Einmal den Aberglauben an die Gutheit von freiem Markt und Arbeitsteilung. Wir haben den Aberglauben daran, dass jedes Neugeborene potenziell ein Genie sein könnte. Und wir haben den Aberglauben daran, dass man die Welt verbessern könnte, indem man unseren Milliardärskönigen, unseren Politikkönigen und Journalistenkönigen einfach etwas wegnimmt von ihrer Macht und so weiter. Das ist der dritte große Aberglaube. Und jetzt schauen wir uns an, was macht denn freier Markt und freie Arbeitsteilung? Wie zerstört das unser Leben? Bleiben wir beim Beispiel Corona erst einmal. Der erste Früharzt und Händler der Evolution, der sagt, lebt so natürlich, wie ihr könnt, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich nicht als Arzt. Ja? Dann haben wir nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion den ersten Früharzt, der sich irrt und der sagt so Dinge, nein, ihr könnt ruhig auch die moderne, denaturierte Nahrung essen, auch auf einen natürlichen Lebensstil braucht ihr nicht zu achten,
Wirklich krank machen euch solche winzigen Tierchen, die wir später mal Viren und Bakterien nennen werden. Und die sind absolute Killer und total gefährlich und immer total gefährlich. Dafür müsst ihr Angst haben und so weiter. Und dann verkaufe ich euch was dagegen, Impfungen, Tests und andere Dinge und so weiter. Und dadurch kann er hier, wird er sehr erfolgreich, kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Drosten, Bieler und Lauterbach, und seine vorteilbringenden Irrtümer werden Bestandteil des Medizinstudiums, sodass wir hier alles voll haben mit vorteilbringenden Irrtümern, weil freier Markt und freie Arbeitsteilung genau das zur Folge haben müssen und wir das als Menschen nicht verstanden haben, weil wir diesen Aberglauben an den freien Markt und die freie Arbeitsteilung und deren Gutheit sozusagen nicht durchschauen konnten. Ja, und damit ist also ganz klar, vor 400.000 Jahren begann also das Elend der Menschheit, ja, Kriege und so weiter, alles, was wir an Übeln kennen, massenweise. Und dann ging es weiter, dass wir eben vor 40.000, nicht 400.000, auf 40.000 runter, also ich gehe wieder hier hin, jetzt sind wir hier bei 40.000 Jahren, ja. Von 400.000 auf 40.000 Jahren, da haben wir sozusagen langsames Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht, langsames Entstehen von Geld und in dieser Zeitphase fängt das auch an zu kippen, dass wir von 1500 Milliliter Gehirnvolumen runterschrumpften bis auf heute 1350 Milliliter, also der Degenerationsprozess begann, das Dümmerwerden der Menschheit, ja. Und dann haben wir vor 10.000 Jahren noch einmal einen relativ schlagartigen Prozess, in dem jetzt plötzlich Ackerbau und Viehzucht groß wurden. Und was hatte das dann zur Folge? Nämlich, dass die Menschen schlagartig wegen der krankmachenden einseitigen Ernährung und Mangelernährung durch Ackerbau und Viehzucht mickriger wurden, kleiner wurden und kränklicher wurden und die ersten großen Seuchen und so weiter massenhaft wurden. Ja, und bis heute setzt sich der gesamte Degenerationsprozess weiter fort und wird sich ohne diese neue Partei weiter fortsetzen. Ja, dann sind wir bei Null sozusagen und dann geht es in die Zukunft weiter. So, und jetzt sollte klar sein, dass uns jedes Mittel recht sein sollte, jetzt hier diese Fehlanreizkonstellationen, die mit freiem Markt und freier Arbeitsteilung verbunden sind, in jedem Bereich der Gesellschaft sozusagen. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel, nur dass das deutlich wird. Hier, dieser Früharzt und Frühhändler sagt die Wahrheit und sagt, euer natürlicher Lebensstil macht euch glücklich, lebt nur weiter so, glückliche Menschen haben starke Immunsysteme, dann braucht ihr mich als Arzt nicht. Ja? Und dieser Früharzt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irrt sich und sagt also nein, also euer naturbelassener Lebensstil, oh, da wird ja viel zu viel umarmt, zu viel geschmust, zu viel Körperkontakt, zu viel Sexualität, ekelhaft, widerlich, hört auf damit, geht gar nicht, das ist unkeusch und so weiter. Und schon unterdrücken die Menschen das und werden konsumsüchtig, kaufsüchtig und shoppingsüchtig und werden aber nie wieder richtig glücklich, weil sie dann durch die Esssucht und die Alkoholsucht, Zigarettensucht und natürlich chronisch krank werden und dann verdient der natürlich wieder unheimlich viel mehr und so breiten sich auch wieder diese vorteilbringenden Irrtümer auch aus und werden zum
zum Massendenken sozusagen. Ja, weil alle, die erfolgreich sind, können natürlich ihre vorteilbringenden Irrtümer mit viel Finanzmacht in die Weltbevölkerung hineinpumpen, in die Gehirne der Menschen. Ja, und das bedeutet also, wir müssen jetzt etwas tun, dass also nicht die Irrtümer, diese vorteilbringenden Irrtümer in Zukunft zu Erfolgen führen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheiten zu Erfolgen führen. Wir müssen also diese Leute hier, die Ausnahmeärzte, man denke an Bhakti, Wodak und Schiffmann, und die Next Scientists for Future, die müssen an diese Stelle hier gerückt werden und die darüber gerückt werden, also ausgetauscht werden. Und dann müssen hier die Wahrheiten sich dann als vorteilbringend erweisen, indem wir den Arzt nur noch daran belohnen, dass wir, wenn wir mit harten Daten ganz klare Hinweise dafür haben, dass dieser Arzt Gesundheit fördert und Krankheiten verhindert und nicht mit Gefährlichkeitsüberschätzungen irgendwelche Impfgeschäfte macht, dann wird er fürstlich belohnt und dann breiten sich die Wahrheiten innerhalb weniger Wochen und Monate in die Welt aus. Und wir haben sozusagen die ganzen vorteilbringenden Irrtümer, schaffen wir innerhalb kürzester Zeit raus aus den Köpfen der Weltbevölkerung sozusagen. Und dann haben wir gesunde und glückliche Menschen relativ schnell. Ne? Einiges wird ein bisschen länger dauern, aber na gut. Und das müssen wir in allen gesellschaftlichen Bereichen machen, denn diese Fehlanreizstruktur aufgrund von freiem Markt und Arbeitsteilung, die haben wir in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ne? Und da muss uns jetzt jedes Mittel recht sein und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch über Technisches zu reden. Es gibt einmal die große technische Lösung, das beginnt mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und anderen Steuerelementen. Und das ist die große Lösung. Und dann gibt es die kleinen Lösungen, wo man Budgetierungen im Medizinsystem macht und so weiter. Also ich favorisiere ja eher die Budgetierung dann für den Hausarzt und so weiter. Also jetzt brauchen wir nur noch über Technik reden. Was hätten Sie gerne an neuen positiven Anreizen im Gesundheitswesen und in den anderen Systemen? Und wie machen wir die technisch? Was machen wir zuerst und so weiter? Da sozusagen. Aber das Grundmotto muss lauten: endlich, also sozusagen der Slogan im Parteiprogramm könnte lauten: endlich, endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er meine Gesundheit aktiv fördert und Krankheiten verhindert. Ja, das ist also das neue Motto. Und dann würde es auch nie wieder Schweinegrippe geben und nie wieder Corona, denn das Ganze hat sicherlich unsere Gesundheit in keinster Weise gefördert, dieses ganze Gefährlichkeitsüberschätzungs Irrtumsdrama sozusagen. Und ja. Ja, jetzt ist die Frage, das reicht eigentlich. Und jetzt bräuchte man sich nur noch über die Technik zu unterhalten, sozusagen. Wie genau, welche aus den vielen Möglichkeiten der Next Scientists for Future möchte man gerne dann konkret als erstes anwenden, um dann eben dieses Ziel zu erreichen, der Setzung der positiven Anreize. Ja. Ja, und vor Markus Kralls Ideen und seiner bürgerlichen Revolution, ich habe gerade wieder eine Sendung gesehen, wo ein
wo sozusagen das Lager der Linkskriminellen, Verfassungsfeinde, mal wieder für die linke Revolution getrommelt hat. Aber egal ob linke oder rechte Revolution, sind beide lebensgefährlich für uns, weil das immer irgendwie in Gewalt übergeht und damit sozusagen sehr schnell den verfassungsfeindlichen Bereich erreicht, auch wenn das Markus Krall sicherlich nicht beabsichtigt, aber sozusagen die Grundidee, nämlich dieser Festhalten am Aberglaube. Ich glaube, also Markus Krall hält an zwei Aberglauben ganz vehement fest, zwei antinaturwissenschaftlichen und antiwissenschaftlichen Aberglauben, nämlich an diesen beiden. Nämlich an dem Aberglauben an die Gutheit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung und an dem Aberglauben, dass man den Politikkönigen und so weiter einfach irgendwie nur mal ihre Machtfülle beschneiden müsse. Aber er vergisst ganz einfach dabei, dass diese Leute die Macht haben und sich das einfach nicht gefallen lassen werden, was Herr Krall sich da sozusagen am Reißbrett Tisch quasi ausgedacht hat, das ignoriert völlig, dass die Machthaber ganz andere sind und die natürlich überhaupt nicht solchen Forderungen nach Wegnehmen der großer Teile der Macht der Politiker folgen werden, sozusagen. Ja? Und das ist eben so. Das sind so ein paar der Irrwege und Richard David Precht erkennt nicht, er wird letztendlich, hat er ja eigentlich keinen konkreten politischen Vorschlag, außer ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1500 Euro, allerdings glücklicherweise nicht für die Kinder. Da ist er also sehr klug an dem Punkt, dass er sagt, nicht für die Kinder, aber es ist schon schlimm genug. Ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1500 Euro würde immer noch bedeuten, sozusagen stellt die unklare Frage auf, ob dann nicht doch teilweise weite Bereiche der Gesellschaft die Motivation zum Arbeiten verlieren. Und das ist unklar sozusagen. Und die zweite Frage ist, ob nicht diese 1500 Euro dafür zu führen, dass zu viele Kinder geboren werden, deren Eltern aus dem niedrigst qualifizierten oder unqualifizierten Bereich der Gesellschaft stammen und deren Kinder dann mit einer großen statistischen Wahrscheinlichkeit nicht auch wieder zu unqualifizierten werden und deswegen die ganze Volkswirtschaft Deutschlands weiter in den Abgrund und in die Degeneration führen werden. Und Christian Felber, da ist mit seiner Gemeinwohlökonomie, da ist zu loben, dass, also wir sagen ja, wir sollten, damit es nicht so einseitig wird, schon in die Diskussion neben den Next Scientists for Future.de auch Christian Felbers Gemeinwohlökonomie einbeziehen, die Stichworte Bürgerrat, Bürgerversammlung, Volksentscheide, mehr Demokratie noch mit einziehen in die Diskussion und die Fehler dieser Denksysteme aufzeigen, damit es nicht so einseitig wird. Und Christian Felbers gut gemeinte Schnellschuss der letzten Jahre, die Next Scientists for Future, haben für ihr sorgfältiges Konzept über 50 Jahre gebraucht, aber den Schnellschuss, das ist genauso wie man, wenn man ein Haus so auf die Schnelle hochzieht, da gibt es dann auch lauter Baumängel am Ende. Und so ist das auch bei der Gemeinwohlökonomie. Und zwar ist letztendlich so, dass Christian Felber zwar vieles mit seiner Gemeinwohlbilanz vieles korrigieren will, so was es an Missständen gibt, die so besonders Linksextremisten nicht gefallen, sozusagen. Und dadurch hat er auch viel Resonanz aus dieser Seite. Aber eben, fehlt eben die tiefe Erkenntnis, dass er
freien Markt und freie Arbeitsteilung mit der Gemeinwohlbilanz nicht grundsätzlich beendet und durch positive Anreize korrigiert. Das fehlt also völlig. Also greift er den größten und schädlichsten Aberglauben der Menschheit, den Aberglauben an die Gutheit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung, also überhaupt nicht an, und damit erreicht seine Gemeinwohlbilanz nur 10% der nötigen Verbesserung, und die restlichen 90% der nötigen Verbesserung fallen einfach aus. Ne? Und ja, das dazu. Ja, das war's jetzt wieder mit dieser kleinen frühmorgendlichen wissenschaftlichen Tagesschau. Und ja, ansonsten waren noch sehr viele Sendungen, aber da ist quasi das Motto, ja, lauter ungebildete und unkluge Menschen hören sich eben im Internetfernsehen und im Fernsehen und so weiter halt gerne reden. Na, das können wir bis jetzt leider nicht verhindern. Tschüssi, bis bald. Na, da ist es. Tschüssi, bis bald.